Die Sportarena wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Werkbahnen Gargellen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Eiszeit im Ländle. Wir haben uns auch in dieser Ausgabe wieder ein Spiel der Runde ausgesucht. Und diesmal ist es das Duell in der International League zwischen dem 6. EHC Bregenzerwald und dem 4. HC Gröden aus Südtirol. Wir wünschen viel Spaß. Bei mir jetzt kurz vor dem Spiel Christian Bahn, Stürmer des EHC Bregenzerwald. Christian, was erwartet man sich heute vom Spiel gegen HC Gröden? Ja, wir wissen, es ist ein sehr starker Gegner. Die haben erst ein Spiel verloren in der Normalzeit. Sie sind ganz vorne in der Tabelle. Wir schauen noch vor, wir wollen auch Plätze gut machen und das wird sicher ein sehr hartes Spiel, aber sehr gute Qualität und wir sind bereit. Und dieses Duell hat wieder einmal gezeigt, wie erbarmungslos Eishockeysport sein kann. 16 Sekunden vor Schluss wenden sich die Wälder schon als Sieger, als Gröden in Person von Gabriel Wienatzer doch noch den Ausgleich erzielte. Dieser sorgte aber nach dem Ende wegen angeblicher Abseitsposition noch für einige Diskussionen. I really don't know, I haven't seen it on the video or nothing, but it's I don't know if it's offside or if it's so I don't know that. Für den EHC Bregenzerwald kam es aber noch viel grausamer. 58 Sekunden vor dem Ende der Overtime traf Stephen Burnstill mitten ins Herz der Wälder und ließ Gröden zum Sieg nach Overtime jubeln. Ja, also es war ein ganz tolles Spiel von beiden Mannschaften, fand ich, sehr viel Kampf dabei und Bregenzerwald hat super clever auch in der Defensive gespielt. Wir haben uns ganz schwer getan, aber Chancen herauszuarbeiten. Und dann natürlich, dass man kurz vor Schluss das Tor schießt und dann eine Verlängerung, ist natürlich, gehört ein bisschen Glück dazu natürlich. Aber wir sind glücklich, die zwei Punkte mitgenommen zu haben. Gestartet waren beide Teams mit viel Tempo. Vor allem die Special Teams, sprich die Über- und Unterzahlformationen, waren ob der vielen Strafen von Beginn weg voll gefordert. Ja, you see me. I don't know. They score the first. Now they score the one in 6-on-5. Yeah, they put up the goalie. We score also a power play. Yeah, you see, that winning the game. Yeah. Einer, der so ein Überzahlspiel ideal nützte, war Peter Lines, der in der 13. Minute zum 1:0 für die Gastgeber einnetzte. Ein anderer musste das Spiel von der Tribüne aus mit ansehen. Die Hirnerschütterung erlitten im Spiel letzten Sonntag gegen Laibach. Wie geht's dir? Ja, heute ist wieder der erste Tag, wo es mir halbwegs gut geht. Der Teamarzt hat mich nochmal durchgecheckt gestern. Man hat alles Schlimme ausschließen können und jetzt habe ich eine gute Nacht gehabt und jetzt geht es mir heute wieder halbwegs gut. Kopf ist nicht da, aber es kommt langsam. Im zweiten Abschnitt avancierte dann Fabian Glanznick zum Pechvogel. Er scheiterte zweimal an Grödenkeeper Luca Burczaka. Ein anderer Pechvogel war zum Zuschauen verdammt. David, du hast dir im Spiel gegen Zell am See an der Schulter wehgetan. Wie geht's dir und wann kann man dich auf dem Eis zurückerwarten? Ja, es läuft jetzt viel besser schon wieder. Seitdem habe ich eine Therapie gehabt. Es läuft alles super und ich denke, nächste Woche, wenn ich hart arbeite, denke ich, dass mir der Trainer wieder einsetzen kann. Kommen wir zum Spiel, das zweite Drittel 0:0 ausgegangen. Im Mittelpunkt stand zum einen der Torhüter Oskar Östlund, der zwei, dreimal sehr gut pariert hat. Zum anderen Fabian Glanznick. Was war los mit ihm? Fehlt ihm da die Kaltschnäuzigkeit zweimal? Wäre er fast erfolgreich gewesen? Ja, keine Ahnung, es kann nicht immer laufen, aber ich denke, im Drittel wird er nochmal zuschlagen. Das Ende vom Spiel ist bekannt. Die Führung des EHC Bregenzerwald hielt bis kurz vor dem Ende, als Gröden die zweite Luft bekam und den beharrt kämpfenden Wäldern den Abend noch ordentlich verdarb. Ja, die Niederlage tut richtig weh. Also wir haben heute richtig stark begonnen. Wir haben das gut umgesetzt, was wir besprochen haben. Wir sind mit vier Linien, kurzer Wechsel, das erste Drittel wirklich gut ins Spiel gekommen. Wir führen 1:0 und dann haben wir leider im zweiten Drittel angefangen, zu lange Wechsel nehmen. Da haben sie dann alle angeschlossen, sie haben alle lange Wechsel genommen. Wir sind aus dem Spiel gekommen, die sind immer stärker geworden. Wir bringen es dann fast noch drüber, dann passiert das Hauptlederfehler, es ist vielleicht abseits, man weiß es nicht, aber das gehört dem Eishockey dazu. Jedenfalls sind wir viel zu offensiv für die letzten 20 Sekunden. Wir kriegen ein 3 gegen 1, der schießt ein. Wir haben in der Overtime eine Chance, wir fahren 2 gegen 1, aber der Pass kommt nicht an, die kriegen die Scheiben, fahren zurück runter, der schießt ins Kreuzig. Ja, was willst du sagen? Es tut verdammt weh, wir hätten uns verdient, dass wir einen Heimsieg einfahren, 3 Punkte, jetzt fahren die mit 2 Punkten und wir haben einen. Ja, really disappointed, we have one. 1-0 lead, whole game. And then we, I don't know, when we let in 1-1,
but there's maybe 10 seconds left or something. That's really bad. Then about the 2-1, I think they come 3-3-1 or us, and that should not happen either. So I think we have the game in our hands, but we let it pass us. 1-2 Niederlage des EHC Bregenzerwald gegen HC Gröden. Nichtsdestotrotz müssen jetzt die Köpfe wieder frei werden in der kommenden Woche für die nächsten schweren Auswärtsspiele in Slowenien. Wir berichten in der nächsten Ausgabe von Eiszeit im Ländle in einem Sondermagazin aus der Vorarlberghalle vom Ländle-Derby zwischen der FBI VU Feldkirch und dem Pallaoro EHC Lustenau. Wir wünschen bis dahin eine gute Zeit. Die Sportarena wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Werkbahnen Gargellen.